Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Story of Seasons Doraemon. Wir haben jetzt ein Pferd. Das ging alles sehr schnell. Ich bin sehr froh darüber. Ich würde jetzt gerne Shizuka suchen. Ah, das ist auch Türmäß. Steig mal ab. Bisschen mit Leuten quatschen ist auch wichtig. Die Waldtiere halten im Winter Ruhe, aber wir Menschen müssen ran. Ah, okay. Ich habe schon gewundert, wo die Tiere hin sind. Aber klar, machen alle Winterschlaf, die kleinen Schlingel. Sean, kommst du? Oh, es ist so niedlich. Das hat so kleine süße Beinchen. So, ja, kurze Frage aller Fragen. Wo ist denn Shizuka? Ich würde gerne. Ah, oh, sie ist auf meiner Farm. Oh, nein, ich wollte jetzt nicht das Kleckerchen geben. Ich will einfach nur Shizuka finden und mir diesen Faktenfilzstift von ihr abholen, wenn ich sie denn finde. Sie war gerade hier und ich bin hier rüber und währenddessen ist sie auf meiner Farm. Und jetzt ist sie irgendwo auf meiner Farm und ich weiß nicht wo. Vielleicht ist sie auch inzwischen schon wieder runter von meiner Farm. Man weiß es nicht. Ich werde sie schon finden. Vielleicht ist sie hier lang? Shizuka, wo bist du? Ich habe auf jeden Fall Yu gefunden. Hi. Und um diese Jahreszeit ist es schon kalt draußen. Schon, wir haben mitten Winter. Wir haben Mitwinter, so gesehen. Wo ist denn Shizuka? Wo ist sie? Ich sehe sie gerade nicht. Ah, sie ist in Natura West. Na gut, dann werde ich ihr versuchen, mal entgegenzukommen. Was kommt sie ja dann nach Natura Ost? Was sie da irgendwie Abendessen will oder... Keine Ahnung. Wir schauen mal, ich will sie irgendwie abfangen. Ist gerade schwieriger als gedacht. Ach, hier ist sie. Hallo. Davon habe ich dir erzählt, hier für dich. Yay, yeah, der Faktenfilzstift. Hey, Debita, es wird immer wärmer. Was? Wow, ist das für mich? Der werde ich ganz rot. Danke, Nobita. Schau mal, wie schön es draußen ist. Ja, ganz bestimmt. Schau mal, hier bin, kann ich auch noch Clash Bull grüßen. Huhu. Hallo, Nobita. Du bist immer willkommen. Sehr schön. Vielleicht rede ich auch gleich nochmal mit Raviola, wenn die hier irgendwo noch rumcruist. Oh, jetzt habe ich Kyoto gerufen. Das war falsch. Ich würde eigentlich Sean rufen. So, ist Raviola denn zufälligerweise irgendwie irgendwo hier? Ja, sie ist gerade. Oh, hallo Nobita, wie geht es dir, mein Lieber? Oh, Nobita, herzlich willkommen. Bleib so lange, wie du magst. Damit haben wir auch noch Clash quatschen. So. Dann würde ich mal vorschlagen, wir machen uns direkt auf den Weg zur Vena. Und, oh, ich habe sehr viel Geld bekommen. Das freut mich. Schon. Kommt mal alle her. Alle beide. Oh, ist halt so süß. Ist halt so süß. So, ich würde gerne auf... Nein, ich würde gerne... Jetzt. So, erstmal möchte ich ganz kurz checken, ob ich nochmal bei Penta irgendwie eine Hauserweiterung mir holen kann. Das dauert aber eine Weile, bis er alles fertig gebaut hat. Deswegen wäre es ganz klug, wenn ich jetzt direkt das nächste in Auftrag gebe. Ja, ich würde gerne was bauen. Geht sogar einiges. Ja, oder? Nee, mir fehlt Holz. Verdammt, ich brauche Holz. So einen guten Hühnerstall würde ich eigentlich schon gerne machen. Oder einen guten Stall. Dafür brauche ich aber Holz. Verdammt. Habe ich zufälligerweise gerade... ich habe auch nicht genug Energie dafür eigentlich, oder? Ich muss normales mittleres Holz sammeln. Das ist eigentlich immer hier oben so. Hier. Gibt es zufälligerweise noch Orangen? Nein. Schau ich mal ein paar Mal drauf. Und dann kriege ich da gleich 4 Stück. Ne, das ist ja schon mal was. Noch einmal kurz drauf. Vielleicht reicht das ja. Ich weiß gerade nicht, wie viel Holz mir noch fehlt. Wobei ich auch nicht weiß, wie lange Penta noch offen hat. Kann sein, dass er jetzt zugemacht hat. Pass auf, Nobita. Nicht umkippen. Ah, da werde ich die Tage wohl etwas Holz sammeln müssen. Da komme ich jetzt wohl nicht drum herum. Schauen wir mal. Vielleicht reicht es ja zufälligerweise jetzt. Und Penta hat noch offen. Aber nur, wenn ich Glück habe. Vermutlich ist er schon weg. Nee, er ist noch da. Vielleicht reicht der. Ich weiß wirklich nicht, wie viel mittleres Holz ich brauche. Ich glaube, es ist mittleres Holz, ne? Hier, normales Holz. Brauchst du irgendetwas? Ja, bauen. Ah, jetzt geht's. Perfekt. Ich Füchslein, ne?
So, Materialschuppen, später, später, später. Machen wir erstmal, verbessern erstmal den normalen oder den Hühnerstall? Komm, wir machen erstmal den Hühnerstall. Ja. Das habe ich denn jetzt alles? Oh Gott, da brauchst du schon noch mehr Eisen, ne? Oh, für die Samenmaschine. Na gut, ich gebe mir selbst noch den gesamten Winter Zeit, genug Eisen dann zusammenzusammeln dafür. Na gut. Los geht's. Oh, ich habe ganz knapp auch genug Holz. Ha, witzig. So. Dauert dann 7 Werktage. Ab morgen werde ich dann den Hühnerstall ausbauen. Müssen die Hühner so lange aus dem Stall raus? Nein, lass sie ruhig drin. Sie stören mich nicht beim Arbeiten. Klingt gut. Bis dann. Perfekt. So, jetzt auf zu Vena. Jetzt läuft es doch hier langsam mal ein bisschen an, ne? Das freut mich. So. Du. Absteigen. Perfekt. Tür prüfen und auf zu Wiener. Boah, ich freue mich schon auf den Frühling, wenn ich Bienen sammeln kann. Das wird so toll. Habe ich endlich Honig, da kann ich auch mehr kochen. Na, das habe ich jemand heute gut gelaunt. Süß. So, Wiener. Faktenfilzstift geben. Ja. Ihr habt sie wirklich alle gefunden. Dann können wir jetzt also wieder nach Hause, oder? Yippie! Unsere ganze harte Arbeit zahlt sich endlich aus. Ich werde es hier vermissen, aber ich bin bereit, nach Hause zu gehen. Ich auch. Okay, ihr bleibt hier. Ich werde diese Apparate vorbereiten. Also mal sehen. Also mit dem hier drüben und den da drüben. Was? Moment mal. Nein, das kann nicht sein. Was ist los, Vena? Ich glaube, ich kann es so nicht zum Laufen kriegen. Was? Warum nicht? Was ist los? Nun, wisst ihr, du wolltest uns zurückbringen, wenn wir deine Kräfte wiederherstellen. Ja, lass uns nicht im Stich. Das tue ich nicht, nur ich wusste, dass etwas mit dir nicht stimmt. Ich habe wohl keine andere Wahl, was? Es ist an der Zeit, dass ich euch die Wahrheit erzähle. Wisst ihr, ich komme nicht aus dieser Zeit. Ich komme aus der Zukunft. Moment mal. Hast du nicht vor 80 Jahren hier den Baum gepflanzt? Stimmt. Aber ich rede von der Zeit davor. Mein echtes Zuhause ist in der Zukunft. So etwa um Doraemons Zeit. Heilige Zeitanomalie. Daher wusstest du von meinen Apparaten. Oh, krass. Oh, krass. In meiner Zeit, in der Zukunft, arbeite ich an einer Biomaschine. Einer was-Maschine? Es ist recht kompliziert, aber im Grunde eine mechanische Pflanze. Eine Robopflanze? Im Grunde, aber sie wächst noch aus einem Samen, wie jeder andere auch. Wie ist das überhaupt möglich? Wozu hast du so etwas gemacht? Ich wollte die Umwelt retten. Der Baum, den ich erschaffte, sollte die Umgebung wiederbeleben. Wie sollte das gehen? Es funktionierte auf die gleiche Weise wie eine Zeitmaschine. Die Nachbarschaft bekam frische Erde und Luft aus der Vergangenheit. Nach Ende meiner Experimente kam ich zurück, um loszulegen. Warum musstest du aber durch die Zeit reisen? Ich plante, ihn zu pflanzen, zurückzukehren und ihn wachsen zu sehen. Okay. Aber ich machte eine Bruchlandung und meine Zeitmaschine war kaputt. Du machst Witze. Was hast du dann gemacht? Nun, es gab einen netten Mann in der Stadt, der mir meiner Not half. Oh, könnte das... Ja, der Mann, der mein Ehemann wurde, von dem ich sprach. Wir heirateten und bekamen unser erstes Kind. Und ich dachte nicht mehr daran, zurückzukehren, ehrlich gesagt. Aber zu der Zeit erkannte ich, welche Schwierigkeiten die Stadt hatte. Mit der schlechten Ernte? Genau, ich beschloss, ihnen zu helfen und meine Biomaschine zu bauen. Ich wollte die Lage für meine Familie und der Städte verbessern. Darum fingen die Leute an, mich eine Göttin zu nennen. Das ist viel komplizierter, als ich dachte.
Dann stammen diese göttlichen Kräfte nur von Zukunftstechnologie? Im Großen und Ganzen ja. Oh. Meine Familie und ich lebten danach eine Weile glücklich zusammen. Die Antisaison war gerettet und alle hießen mich willkommen. Mein Leben war die Quintessenz der Freude. Bis zum Tag des Gigasturms zumindest. Er brachte schrecklichen Regen, heulende Winde und krachenden Donner. Ich wusste, ich musste nach dem Baum der Ältesten sehen. Er war immerhin nur ein Prototyp. Aber der Sturm wurde immer schlimmer, als ich den Baum untersuchte. Bevor ich wusste, was geschah, wurde ich in dem Chaos hochgehoben. Und als ich aufwachte, fand ich mich hier wieder 80 Jahre in der Zukunft. Woher wusstest du, wie viel Zeit vergangen war? Ich sah mir an, wie sehr der Baum gewachsen und die Stadt verändert war. Ich wusste, dass alles mit dem Gigasturm zusammenhing. Du sagtest was davon, dass der Baum außer Rand und Band geriet? Ja. Seht ihr? Wenn er das tut, wechselt er mehr als nur die Umgebung. Und was soll das heißen? Erinnert ihr euch? Ich sagte, er funktioniert wie eine Zeitmaschine. Normalerweise würde er nur die unmittelbare Umgebung tauschen. Aber bei einer Überladung saugt der Zeitriss auch von weiter weg auf. Ja, er saugte nicht nur Luft und Boden ein, sondern auch Leute und Objekte. Nochmal für alle. Du bist keine Göttin, sondern aus der Zukunft. Und der Baum der Ältesten ist in Wirklichkeit eine Riesenmaschine? Es tut mir leid, nichts gesagt zu haben. Das ist alles meine Schuld. Moment mal. Wie hast du zuvor deine magischen Kräfte benutzt? Ja, du hast diese Regenwolken auftauchen lassen. Das ist eine der Fähigkeiten des Baums. Kontrolle des Wetters. Unglaublich, das ist unglaublich. Du solltest mich ihn zum Gießen der Pflanzen benutzen lassen. Ich kann das nicht. Wer weiß, was der Baum als nächstes macht. Er hat bereits genug angerichtet. Ich habe eine Ausnahme gemacht, weil ich wollte, dass ihr mir glaubt. Aber das tue ich nie wieder. Oh, komm schon. Warum dachtest du, dass meine Apparate uns alle zurückbringen können? Ich wollte den Baum in eine normale Zeitmaschine umbauen. Aber leider wurde es durch den Sturm unmöglich, die Biomaschine zu verändern. Was machen wir jetzt? Wir haben so viel Zeit mit der Schule mit der Suche verschwendet. Wenn es euch nichts ausmacht, möchte ich um einen Gefallen bitten. Was denn noch? Ich möchte mehr über den Sturm an diesem Schicksalstag herausfinden. Was bringt es, einen alten Sturm nachzujagen? Der Baum war so programmiert, sich bei einer Überladung zu zerstören. Aber das tat er nicht. Ich muss den Grund herausfinden. Mit dieser Information kann ich die Dinge vielleicht wieder richten. Wir haben ja nicht unbedingt eine andere Wahl. Machen wir das? Ja, wenn wir unbedingt müssen. Machen wir es diesmal richtig. Aber wie sollen wir das herausfinden? Ich werde Penta fragen. Er weiß alles mögliche. Er weiß alle möglichen Dinge. Ich höre mich mal in der Stadt um. Ja, ich auch. Ja, uns wird schon was einfallen, wenn wir unsere Köpfe zusammenstecken. Ich wünschte, ich müsste euch nicht mit all dem belasten, aber danke. Keine Sorge. Ruft einfach, wenn ihr etwas findet. Bis später dann. Ich sollte wohl auch besser los. Wir können das schaffen, Shizuka. Ich weiß, dass wir das können, Nobita. Wir alle zusammen. Hörst du das? Ich weiß, wir können es, Nobita. Shizuka und ich. Du vergisst, dass wir auch alle anderen bedeutet. Ich quetsche mal Türmes aus und schaue, was er weiß. Glaubst du, er wird dir wirklich etwas erzählen? Das weiß man nie, solange man es nicht auch mal probiert. Bis später, Nobita. Bis später, Matane. Matane? 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 Nee, nee. Ich frage wohl meine Oma, an was sie sich erinnert. Oma?
Du weißt schon, Raviola. Ich komme wieder, wenn mir was einfällt. Raviola ist inzwischen Oma, hä? Huh? Hm. Da läuft was, ne? Mit Harmon und Raviola und Vina und... da ist was. Das ist bestimmt ihre Familie. Da bin ich mir ziemlich sicher. So, aber eigentlich wollte ich sie auch so nochmal anquatschen kurz. Because of friendship. Hattest du schon Glück beim Sammeln von Aiello? Nein, leider nicht. I'm so sorry, Vina. Ich bin schlecht im Sammeln von Aiello, Balile. So, gut. Gut, dass wir drüber geredet haben. Alles klar. Dann. Ich habe auch kaum noch Energie. Boah, ich habe jetzt. Oh, ich brauche ja 125 Eisen, ne? Will ich wissen, wie viel ich habe? Will ich es wissen? Oh Gott. Das wird noch wieder eine lange Suche nach Eisen. Ich kann es kaum erwarten. Immerhin kann der Steinstack hier wieder zusammenlegen. Oh je, Mine. Und Holz muss ich auch sammeln. Da ist auf jeden Fall einiges noch zu tun. Habe ich generell noch irgendwas, was ich loswerden kann? Ja, doch. Jade. Das hier. Und das brauche ich eh bald wieder. Diese Schelle, stimmt, die habe ich ja jetzt auch. Da kann ich ja auch gleich ein bisschen hin und her räumen, ne? Ein bisschen umhersicheln. Das wird sich auch noch lohnen heute. Da. So, ein bisschen Energie habe ich ja noch. Perfekt. Oh. Hatte ich noch so wenig Energie? Ups. Jetzt habe ich ganz vergessen. Naja, dann fangen wir mal in Ohnmacht. Ja. Oh, wie bin ich denn hierher gekommen? Du warst auf einmal ohnmächtig, Nobita. Wow, ich glaube, ich war übermüdet. Es ist nicht gut, so viel zu arbeiten, weißt du? Tut mir leid. Pass von jetzt an besser auf dich auf, ja? Wenn du müde bist, ruh dich aus oder ist etwas, okay? Mach ich. Du kannst dir auch kurz etwas Medizin holen. Das werde ich mir merken, danke. Mach langsam, okay? Ärztliche Anordnung. Shizuka, behalte ihn bitte noch im Auge. Ja, Doktor. Sag Bescheid, wenn du etwas brauchst. Danke, Shizuka. So. Es klingt ganz schön windig. Oh, ein Schneesturm? Schätze ich. Hier ist gerade nichts los. Because of Friday. Ich weiß es nicht. Uiuiui. Dann stapfe ich mal im Schnee zurück. Oh, ich guck mal. Ich guck mal, wie das Wetter ist, generell. Vielleicht schifft es ja auch ein bisschen schon weiter. So. Ja, heute ist den ganzen Tag wildes Rumgeschneie. Okay, gut. Dann mal zurück auf meine Farm. Ich denke, manchmal muss trotzdem noch alles bewässern. Und ich hoffe, ich habe jetzt wenigstens volle Energie. Einen Moment bitte. Ja, habe ich. Perfekt. Na gut, das ist mit dem Sichel mal keine so gute Idee. In der letzten Folge, sage ich schon, eben. Ist ja doch dieselbe Folge. Okay. Ich hoffe, dass es keine Tiere draußen sind. Das wäre doch ziemlich ärgerlich. Den würde es jetzt relativ schlecht gehen, schätze ich mal. So, ups. Nein, 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 Kyoto, nicht rausgehen, Kyoto. Nein, warum bist du... Kyoto, warum bist du überhaupt draußen? Was ist los bei dir? Komm mal her. Ich trage dich rein. Wie es aussieht, durch den Sturm ist ja alles ohnehin bewässert. Ich gucke es mir gleich mal noch genauer an. Lass mal Kyoto reinsetzen. Hat das irgendwas Negatives gebracht? Nee. Gut, bewässern muss ich, wie gesagt, glaube ich, nicht, schätze ich. Nee, muss ich nicht. Ist alles... Oh! Oh, weil ich es lange nicht gegossen habe, oder wie? Oh. Da muss ich aufpassen. So. Das kann natürlich sein, ne? Das ist ein austrocknendes Gras, weil ich es nicht geerntet habe, fauler Sack. Na, da muss ich wieder ein bisschen Saatgut kaufen. Hi, Cheyenne, kümmerst du dich selbst bei Schnee um dein Vieh? Nicht schlecht. Ja, tu ich, Cheyenne. Das tue ich. Ich bin nämlich ein guter Farmer im Gegensatz zu dir. So, ein bisschen Futter. Und dann nochmal alles bewässern und dann bin ich hier durch. Hoffe ich. Schauen wir mal. So. Die Gießkanne und das hier muss ich alles wechseln, vermute ich mal. Das kriege ich nicht einfach so weg, oder? Nee, du schon mal die Sichel raus. Kann ich das hier abmähen? Oh, hi, Cooper. Lupita, schau dir das an. Es schneit tatsächlich. Ja, cool Sache, das, Bro.
Na, dann muss das Futter mal abgemäht werden. Das jetzt auf magische Weise zu Unkraut geworden ist. Passiert halt. So. Ich weiß gar nicht, ob heute der Laden offen hat. Der Krämerladen. Das war, glaube ich, auch ganz gut. Finde ich auch direkt ein neues Nachpflanze. So. Na, ihr kleinen Chickies. Oh, mit schöner Schneeanimation. Es gibt mir so ein schönes, heimliches Gefühl. Ich weiß auch nicht. Gefällt mir. Da gebe ich ein Like. So. Bock, bock. Nee, hier. Ah, ich bin gerade ganz verwirrt. Zweimal Hühnerfutter. Ich habe jetzt auch relativ viel Geld, ne? Ah, so viel dazu. Ah. Könnte ich mir aber eigentlich beim Herr von und Zuro Kondo ja mal so eine extra, so ein Energy-Ding holen. Für dauerhaft mehr Energie. Ich nehme das immer vor und dann mache ich es aber immer doch nicht, weil es dann doch relativ viel kostet. Weil 8000 ist schon eine Menge. Warte mal, hier. Pferdchen. Ich bring dich mal in den Stall. Ich kann doch nicht zusehen, wenn du da draußen stehst. So. Fressen musst du ja nicht, ne? Das ist wie in den normalen anderen Spielen auch. Du kriegst aber einen Snack, mal geknuddel und eine Bürsteinheit. So. Haben wir das durch. Gut, da sind wir eigentlich auch schon generell durch. Oh, hier will jemand wieder geschoren werden. Perfekt. So, dann würde ich auf jeden Fall jetzt noch ganz viel neues Eisen sammeln. Soweit sich das anbietet. Und wir sehen uns dann einfach in der nächsten Folge wieder. Wenn es heißt, wir Let's Play Story of Seasons, Doraemon. Ich hoffe. Also ich denke mal, allerspätestens sehen wir uns, wenn der Stall fertig ist. Wie sieht es denn hier so aus, Hammer und Grün? Das ist echt schwer, die Leute hier auf Grün zu kriegen. Na, mal gucken. Wird schon alles. Ja, spätestens zum Erntewettbewerb. Ne, ich denke, da werden wir schon den Stall nehmen. Dann auch spätestens zu Silvester. Aber ich denke mal, ich werde davor schon wieder irgendwo mal wieder reinschalten und euch News geben. Krasse Updates. Futter, Futter hier. Gut. Dann bedanke ich mich bei euch fürs Zusehen. Sage ciao, bis zum nächsten Mal. Wenn ihr da heißt, ihr bin jetzt mit Story of Seasons. Doraemon. Und nochmal danke fürs Zusehen. Danke, danke, danke. Bis hierher. Tschüss.